So. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, The Wind Waker. Ja, im letzten Part haben wir herausgefunden, was ist mit Tetra aus sich hat. Wir haben herausgefunden, dass die Prinzessin Zelda ist und wir haben die Feuer- und Eispfeile erhalten. Und diese Feuer- und Eispfeile werde ich noch in diesem Part erstmal benutzen und noch ein paar Items holen, die wir brauchen, um unsere nächste Ziele aufzusuchen, nämlich... Kann es ja noch mal kurz zeigen, nämlich hier diese beiden Orte hier. Denn wenn ich da jetzt direkt hingehen würde, würde ich einfach mal in einer Sackgasse langen, weil ich nicht weiterkomme. Und ja, bevor ihr fragt, woher ich diese ganzen Wege hier weiß, wie das alles geht und so, das Spiel habe ich schon oft durchgespielt und auch habe ich, als ich mir das Spiel gekauft habe, gleich ein Lösungsbuch dazu gekauft, weil es einfach im Angebot war und daher weiß ich das schon alles, als ich frage nicht, wie man da drauf kommt. Da kommt man drauf, indem man zum Beispiel die Fische runtergibt und die sagen an dann meistens so Tipps. Und hier ist so ein Vulkan, wo wir ja schon mal vorbeigeflogen sind, dran und den schießen wir einfach mal den Eispfeil rein. Yay! Yippie-ja-yay! So, und ich würde sagen, dann klettern wir doch mal auf den Vulkan drauf. Und diese Vögel nerven mich ein bisschen, deswegen rüste ich mir auch meinen Bogi. Nee, mein Bogi nicht. Meinen Boomerang. Boomerang, genau. Boomerang war das Wort, das ich gesucht habe. So, wir müssen nämlich jetzt hier ein bisschen Kletter-Action machen. Ja, da kommt er schon. Ab und pop. Tschüss. Los, pop, los. Hat er was gedroppt? Der hat was gedroppt. Will ich haben. Die Goldfeder. Dankeschön. Ach, so ein Boomerang ist doch wirklich praktisch, oder Leute? So, aber nee, ich glaube, hier bin ich falsch. Ich glaube, ich muss hier. So, zack. Und ja, das passt. So, jetzt hier an der Wand pressen. Nein, Link, nicht runterfallen. Ganz böse. Schleich. Ach, das kennen wir ja schon aus meinem Harry Potter Let's Play, falls der eine oder andere von euch das geschaut hat. Da musste ich ja auch ein bisschen so an der Wand pressen und schleichen und ja, wir kennen das. So, und hier ist ein Loch und ich würde mal sagen, Geronimo und go! Geronimo und go. Das ist auch ein cooler Spruch, aber naja, egal. Ah, und diese Gegner, hi! Sterb. Anscheinend muss ich hier rüber, okay. Huja! Nein, das war dumm. Das war dumm. Oh Gott, Hilfe. Viecher. Und tot. So, Dufi. Stimmt auch gleich. Wo sind die Gegner? Ja. Na komm. Na dann halt. Die Technik. So. Wunderschön. Erscheint jede Schatztruhe! Yeah! Schatztruhe! Ja, ja, lass mich ruhen. Und was ist in dieser Schatztruhe drin? Ohohoho, sie leuchtet so schön. Egal. Du hast die Kraftarmbänder gefunden. Damit strotzt du nur so vor. Kraft hebe schwere Objekte durch Drücken von A. Ja, und damit können wir nämlich jetzt hier solche Steinklopse hier tragen. Nämlich BAM! Wir sind mega krass, Link! So, mega krass, Link, was? Egal. So, die ganzen Fledermäuse zerstöre ich noch, weil die nerven mich ein bisschen. Hallo, Fledermaus, na komm. Du bitte auch noch. Pam! Zack! Schöne Sache das. So, und damit können wir jetzt hier auch schon wieder weg. Das war's nämlich schon. Das habe ich hier nämlich gesucht. Ist das nicht toll? Hi, Vieh. Na? Vieh, kommst du? Vieh, jetzt... Komm her. Na komm. Pam! In your face. Goldfeder! Da ist sie. Ha! So, wo ist mein Bötchen? Da ist mein Bötchen. Bötchen! Ich rüste mir schon mal wieder das Segel aus. Und... Yay!
Und dann würde ich sagen, ich ändere erstmal die Windrichtung. Nämlich muss ich jetzt nach Westen segeln. Das heißt, wir brauchen die Windrichtung nach Westen. Zack. Aber natürlich nicht hier, sondern wo ganz anders. Nämlich... Tam, 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 tam. Label, label, liebe, dabel du. Nämlich müssen wir nach Tantopia zurück. Tantopia war nämlich hier. Zack. Ja, und keine Sorge, Leute. Die ganze Weltkarte wird natürlich noch komplett ausgefüllt. Und das wird eine ganze Weile dauern, glaube ich. Aber das mache ich alles erst am Ende der Hauptstory. Wenn es dann an Sidequests geht. Ja, freut euch schon mal drauf. Denn da werde ich jede einzelne Insel abklappern und ja, alle Secrets machen. Diese Secrets stehen auch in meinem Lösungsbuch und da muss ich nicht immer im Internet nachschauen, sondern kann es einfach direkt alles abhaken. Ist das nicht toll? Ah, das ist toll. So, wir müssen jetzt aber nach da drüben segeln. Und da gibt es nämlich noch ein Item, was wir brauchen. Und dann machen wir uns direkt auf den Weg in Richtung unserer Zielorte. Denn da brauchen wir auch noch etwas. Ja, so sieht der Plan aus. Und ich habe mir überlegt, bevor ich dann diese beiden Teile mache, werde ich doch erst noch ein bisschen Sidequesten. Denn da können wir jetzt eine ganze Menge machen. Ja, ich glaube, das werde ich erstmal tun. Jo, jo, okay. Jetzt wisst ihr den Plan und wir machen uns auf den Weg. Und das seht ihr schon. Eben ferner, ein bisschen entfernt. So ein bisschen, wie soll ich sagen? Na, ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen. La 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 la. Wir fahren mit dem Boot. Hey! Wir fahren mit dem Boot. La 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 la. Wir fahren mit dem Boot. La la la. Ja, und jetzt kann ich es ja langsam verraten. Hier sieht es ein bisschen eisig aus, nicht wahr? Ja, was wird das nun bedeuten? Nämlich ist hier so eine Drachenstatue und die speit ein bisschen Eis. Oder Eisdampf oder was auch immer das sein. Und wir schießen einfach mal einen Feuerpfeil in die Fresse. Yay. Und das sieht doch so aus, als ob wir da rein können. Das heißt, ich muss mich beeilen und da reingehen. So, wie kam ich da rein nochmal? Ja, hier ist eine Schatztruhe, die habe ich gesehen, aber die hole ich erst, nachdem wir hier fertig sind. Dup, 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 dup. Hier ist ein bisschen rutschig, aber egal. Rutschig. Rutschig. Kann ich euch übrigens mal was Lustiges zeigen, pass auf. Zack! Platsch! Hehehehe. Hier ist nämlich so rutschig, dass Link einfach mal sich auf die Fresse haut. Ist das nicht toll? Und das wird ein bisschen knapp von der Seite. Oh, rutschig. Ei, ei, ei. Leute, Leute. Rutschig, 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 rutschig. Ui, ui, ui. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Mein Gott, nicht runterrutschen, Link. Das ist ganz böse von dir. Uah. Wäre fast runtergefallen, der Ekelhafte. So, jetzt aber hier lang. Wunderbar. So, jetzt hier lang. Link, was tust du denn, Sie? Link, Link, was tust du? So, jetzt passt die Sache. Jetzt müssen wir nämlich hier auf diese Eisschollen springen. Oh Gott. Wow, das wäre schon fast wieder Fail geworden. Und jetzt müssen wir warten, bis die Eisscholle hier herüberschwimmt. Na los, Eisscholle. Na komm. Da, da, da. Da, 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 da. Und jetzt auf diese Eisscholle. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Link. Link, das ist ein bisschen schwierig hier. Naja, okay. Aber wir haben es ja zum Glück geschafft. So, jetzt hier rauf. Und dann hier rein. Wunderbar. Wir kommen jetzt hier ins Innere hinein. Toll. Warum ist das so... Habe ich mich doch glatt versprungen. So, jetzt habe ich mich doch glatt versprungen. Das heißt, ich muss hier den Greifhaken ausrüsten und muss hier mich nach oben hangeln. Das war jetzt doof, verdammt. Link, was tust du denn? So, hier nach oben muss ich... Blub, 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 blub. Wunderbar.
So, jetzt hier hoch. Zack. Schön, dass du das gemacht. Nee, eigentlich ja nicht, aber egal. Und die Zeit wird ein bisschen knapp. Ja, ein bisschen. So, also, aber wir müssen jetzt nämlich hier rüber. Dann ganz vorsichtig rutschen, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig legen, ganz... Wow. Ganz vorsichtig legen, ganz vorsichtig legen, du schaffst das. Und diese Fledermäuse nerven mich jetzt schon. Ist ja in Ordnung. Hallo Fledermäuse, nerv mich nicht. Zack! Und zack! Und zack! Gut. So, aber diese Vase hier muss ich aufschießen. Und da ist eine Fee drin, ja, super, das. Drei Feen, aber brauche ich doch nicht, Leute. Sieht so aus, als ob ich Feen nötig hätte. Und das wird eine kleine Rutschpartie und die wird ein bisschen schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab's geschafft. Schön. Und da ist die Schatztruhe, die ich haben wollte. Nämlich ist das. Lololololoi. Loi, 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 loi. Die Eisenstiefel! Sie sind so schwer, dass jeder Schritt zur Qual wird, aber damit strotzt du selbst der stärksten Orkanböe. Yay! Das beschissenste Item im ganzen Spiel, aber egal. Nämlich haben wir jetzt hier so Eisenstiefel. Damit bewegen wir jetzt ganz langsam! Boah! Natürlich gibt es da auch ein paar Tricks, wie man sich ein bisschen schneller bewegt. Die zeige ich euch gleich. Aber... Ich kann ja glaub gleichzeitig. Nämlich können wir jetzt hier lang. Und zwar funktioniert nämlich immer noch das hier. Vollkommen logisch, ne? Aber egal. Und außerdem funktioniert das hier. Zack, zack, zack. Und damit sind wir sogar fast so schnell wie im normalen Gehen. Na gut, fast. Kannst du hier auch nochmal zeigen. Zack, 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 zack. Ja, da sind wir schon relativ schnell unterwegs. Aber hier ist noch ein Secret-Raum und hier gibt es ein paar Gegner-Weißbinden. Das heißt, die gehen wir doch erstmal aufs Maul. Aber natürlich möchte ich eure Glücksamulette haben. Zack, 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 zack. Nummer 1 down. Bam, 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 bam. Yay! In your face. Hier ist was ein besonderer Gegner, nämlich ein rosa Ritter. Und das kommt dasselbe. Halten, glaube ich, sogar mehr aus als die normalen. Die gibt es auch noch in der stärkeren Form mit einem Mandel. Aber das sind dann, glaube ich, schon fast die stärksten Gegner im Spiel. Na komm, Kollege. Ja! Habe ich dich besiegt. Eiskalt. Zack. Und hier das Ritterwappen nehmen wir natürlich mit. Und dich befreien wir auch gleich. Na komm, gib mir erstmal deine Totenkopf-Kette. Dankeschön. Nein, du schlägst mich nicht. Ich schlag dich, Kollege. Kaputt. Eine schöne Kugel, das gibt wieder ein paar Rubine. Wunderbar. So, hier ist noch ein Fass. Was ist in dem Fass drin? Drei Rubine. Ja, warum nicht? Und hier ist noch ein Gegner, den befreien wir auch gleich. Hi, Kollege! Na, wie geht es dir? Pam! Und du Clown! Wah! Wah, wah, wah! Yay! So, hier aufschmelzen. Und da erscheint schon die Schatztruhe, die ich haben wollte. Oh je. Yeah. Und zack! Gib mir... Wow, zwei gelbe Rubine. Wow, das waren jetzt 20 Rubine auf einmal. Schön. Und hier noch ein paar grüne einzacken. Und die Schatztruhe aufmachen. Einen orangenen Rubin gefunden. Er ist so viel wert wie 100 grüne. Ganz für Freude in die Luft springen. Ja, wortwörtlich. Yay. So, also aber das war's jetzt hier auf dieser Insel. Damit können wir diese Insel auch schon verlassen. Ja, das war eine der vielen Sidequests, die ich einfach mal nebenbei mitgenommen habe. Zack. Aber natürlich gibt es hier auf dieser Insel noch ein bisschen was zu holen. Nämlich unter anderem hier seht ihr einen blauen Rubin. Das ist eines der weniger wertvollen Sachen hier. Oh, da beschießt mich so ein Schiff mit Bomben. Okay. Huah! Nämlich habt ihr ja ganz am Anfang hier noch was gesehen. Nämlich hier zum Beispiel eine Schatztruhe. Schatztruhe haben wollen. Schatztruhe. Ja, Link. Was tust du? Leuch, leuch,
Loi. Eine Schatzkarte! Yeah! Kommt in unsere Sammlung. Machen wir alles am Ende vom Spiel. Alles am Ende vom Spiel. Ja, es dauert ein bisschen dann am Ende. Freut euch schon mal drauf. Yay. Hier ist ein gelber Rubin eingeschlossen im Eis. Wir nehmen ihn doch mit. Warum nicht? Gibt's hier sonst noch irgendwas? Im Eis? Gibt's noch irgendetwas? Meine Magie sieht es auch nicht mehr allzu gut aus, würde ich mal sagen. Ich glaube, weiter gibt es hier nichts mehr, oder? Nö, okay. Habe ich denn eigentlich noch... Ach, egal. So. Wo ist denn mein Boot? Wo war es denn? Hier war es doch gerade irgendwo. Bötchen, Bötilein. Oh, ich rüste mich mal wieder hier. Boot fähig aus. Und dann geht es los. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst mal hier unten hin. Das machen wir aber erst im nächsten Part, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Aber ich ändere noch die Windrichtung und porte uns noch in die Ausgangsstellung, damit wir gleich im nächsten Part weitermachen können. Und zwar nach rechts möchte ich hin, bitte ab. Und dann biebe ich mich doch gleich noch nach Preludien. Zack, zack, bam, tadam. Diebel, Dabel, Skibbledi, du. Was? Diebel, Dabel, Skibbledi, du? Was? Naja, egal. So, Preludien. Und Leute, aber ich verabschiede mich schon mal von euch. Das war Let's Play, der Legend of Zelda, der Wind Waker für heute. Und ich würde mal sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Wenn wir dann unsere nächsten Zielorte aussuchen. Und ich würde sagen, also dann, bis dann. Ciao, Leute!